Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein veganes Rezept für euch, und zwar für einen leckeren Reistopf. Wir benötigen dafür 250 Gramm Langkorn, ihr könnt auch Basmati oder Wildreis verwenden, eine Dose stückige Tomaten, ein ganzer Liter Gemüsebrühe, eine Dose Kidneybohnen. Ich habe jetzt hier so eine Tüte nehmen müssen, da ich nämlich bei mir im Supermarkt keine Dose Kidneybohnen mehr bekommen habe. Die waren alle ausverkauft, deswegen eine Tüte. Ist aber die gleiche Menge drinnen. Dann etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Würzen, sowie Oregano, Paprikapulver, einen Esslöffel Sojasauce, ein paar Chiliflocken. Ich habe jetzt hier Chili und Jalapenos gemischt. Ihr könnt aber auch nur rein Chiliflocken nehmen oder Chilipulver. Wo war ich noch nicht? Genau. Kreuzkümmel benötigen wir auch noch, eine große weiße Zwiebel und ein paar frische Tomaten. Ich habe jetzt hier, ich zeige euch mal die Größe, dass ihr das so abschätzen könnt. Und eigentlich noch eine rote Paprika. Ich habe jetzt nur leider keine rote Paprika mehr zu Hause, deswegen mache ich das ohne Paprika. Aber eigentlich kommt noch eine Paprika hinein. Genau, und ja genau, das waren auch schon alle Sachen und wir können loslegen. Ich habe zuallererst meine weiße Zwiebel gewürfelt, die Tomaten klein geschnitten. Meine Gemüsebrühe habe ich auch schon gekocht, und zwar 1 Liter, also 1 Liter Wasser aufkochen lassen und dann mit ca. 4 Teelöffel Brühpulver vermengt und beiseite gestellt. Und meine 250 Gramm Reis habe ich auch schon abgewogen. Auf meinem Herd habe ich außerdem noch einen großen Topf hier drüben aufgestellt und Olivenöl hineingegeben. Da werde ich jetzt zuallererst meine Zwiebel kurz anbraten. Zu meiner angedünsteten Zwiebel kommen die Tomaten und eigentlich auch die Paprika, die eine rote Paprika, die ich da jetzt leider nicht zu Hause habe. Die müsstet ihr dann auch noch mit hineingeben. Also nach der Zwiebel zuerst die Paprika. Und wenn die dann auch schön angedünstet ist, danach dann erst die Tomaten. Jetzt geben wir noch den Reis dazu. Lassen den auch kurz anbraten. Löschen das Ganze jetzt mit der Gemüsebrühe ab, aber nicht mit dem ganzen Liter, sondern nur mit der Hälfte, also mit 500 ml. Drehen den Herd auf halbe Stufe zurück. Das Ganze muss jetzt 15 Minuten köcheln, bis der Reis gar ist. Die eine Dose stückige Tomaten kommt noch komplett dazu. Alles gut verrühren. Dann geben wir den einen Esslöffel Sojasauce hinein. Einen Esslöffel aber nur. Ansonsten wird das zu salzig, da die Gemüsebrühe ja auch schon viel Salz enthält. Und dann können wir das Ganze jetzt würzen mit Pfeffer. Mit Salz würde ich es zuallererst nicht würzen und erst abwarten, bis die 15 Minuten vorbei sind und der Topf fertig, damit man das noch abschmeckt. Weil wie gesagt, die Gemüsebrühe ist salzig, die Sojasauce ist salzig. Nicht, dass es dann versalzen ist. Deshalb erstmal nur Pfeffer. Oregano, müsst ihr alles nach Gefühl machen, Paprikapulver, ein wenig Kreuzkümmel, ich würde sagen einen halben Teelöffel, und von den Chiliflocken. Könnt ihr das auch machen, so scharf wie ihr das möchtet. Ich nehme auch immer so einen halben bis einen flachen Teelöffel. So, und das Ganze, wie gesagt, 15 Minuten muss das ziehen. Auf niedriger Temperatur. Und wenn ihr jetzt seht, dass die Flüssigkeit weniger wird, also die muss auch aufgesogen sein. Das ist am Ende keine flüssige Reissuppe. Ich habe ja jetzt nur knapp die Hälfte Gemüsebrühe hier hineingegeben. Ich habe nur 1 Liter vorsichtshalber gekocht. Aber die kann man ja auch noch verwenden oder in ein Glas dann
noch einmachen und in den Kühlschrank stellen, beziehungsweise am nächsten oder übernächsten Tag. Die braucht man ja fast, ja, fast ständig. Dann kann man die noch verwenden. Und genau, also wenn die Flüssigkeit jetzt weniger wird, dann könnt ihr noch ein bisschen Gemüsebrühe dazugeben. Das müsst ihr nach Gefühl machen. Ansonsten wird der Reis natürlich komplett dann aufgesogen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal in 15 Minuten wieder. Ja, meine 15 Minuten sind jetzt rum. Wie ihr seht, es hat sich gut aufgelöst. Jetzt werden wir nur noch die Kidneybohnen unterheben. Die habe ich schon abgesiebt bzw. kalt abgebraust. So, das werden wir jetzt alles schön untermischen. Nochmal 2-3 Minuten verrühren. Und dann können wir das jetzt noch abschmecken, ob irgendetwas fehlt. Wie gesagt, Pfeffer, Salz, Paprikapulver, Oregano, Kreuzkümmel, Chili. Könnt ihr jetzt alles schön abschmecken und servieren. Ja, ihr Lieben, der Reis ist jetzt fertig, der Reistopf. Und zwar sieht das so aus. Ich hoffe, man kann was erkennen. Es raucht nämlich ganz schön. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Es ist gesund, es ist lecker, es geht auch schnell. Ich würde sagen, ja, das ist ein One-Pot-Gericht. Ja, kann man eigentlich schon so bezeichnen. Und ja, auf jeden Fall sehr lecker, sehr gesund. Und ihr könnt das am Ende noch, also jetzt beim Servieren, dann auf dem Teller mit Petersilie garnieren. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich habe nur gerade leider keine da. Wie gesagt, die Paprika nicht vergessen, wenn ihr eine habt vorher. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist in der Infobox. Und lasst mir auch sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.